Der BAPF-Besuch ist nun zu Ende. Leider konnte ich nicht dabei sein beim Weltjugendtag mit Papst Franziskus in Rio de Janeiro. Mir ist aufgefallen, dass bei der Ankunft des Papstes etwa hunderte Menschen auf die Straßen gegangen sind, um zu demonstrieren. Und da sind Aussagen gefallen wie: Das Geld, das man in den Weltjugendtag gesteckt hat, das hätte die Regierung besser für die Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit investiert. Ich finde es gut, wenn junge Leute für eine Lösung der Arbeitsproblematik demonstrieren. Und gleichzeitig denke ich, das Geld, das in den Weltjugendtag investiert wurde, das wird sich lohnen. Denn Papst Franziskus hat die jungen Menschen aufgerufen, sich einzumischen und mitzuarbeiten an einer gerechteren und solidarischeren Welt. Und ich bin überzeugt, sein Appell wird Wirkung zeigen in Brasilien und darüber hinaus. Dabei denke ich, wir Menschen brauchen mehr als bloß gerechte Chancen auf eine Arbeitsstelle oder Wohlstand. Ich bin überzeugt, du und ich, wir müssen erleben können, mein Leben hat einen Sinn. Und das kann ich am ehesten, wenn ich glaube, es gibt eine Ewigkeit, es gibt einen Gott. Und dazu gefallen mir so gut die Worte von Papst Franziskus an die Jugendlichen bei der Begrüßung auf der Copacabana, wer gesagt hat, der Glaube stellt Gott in den Mittelpunkt. Der Glaube gibt Sinn.